Die Kirche im Irak fordert eine neue Verfassung für das Land. Der syrisch-katholische Erzbischof Nathanael Zeman erklärte, die aktuelle Verfassung sei widersprüchlich und mache Christen zu Bürgern zweiter Klasse. Zwar schütze die Verfassung die religiösen Rechte von Christen und anderen Minderheiten, aber sie mache gleichzeitig den Islam zur Staatsreligion und zu einer Quelle der Gesetzgebung. Der Übertritt vom Islam zum Christentum ist nach wie vor gesetzlich verboten. Erzbischof Zeman forderte, die Christen sollten als gleichwertige irakische Bürger behandelt werden. In Haiti kam es in den vergangenen Wochen erneut zu Entführungen von katholischen Priestern. Die Lage in dem Karibikstaat bleibt extrem unstabil. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen kam es allein im vergangenen Jahr zu mehr als 1300 Entführungen und über 2000 Morden. Die beiden nun entführten Priester befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Einer der beiden entkam selbst, der zweite wurde nach 2 Wochen freigelassen. Die Kirche in Nigeria ist hoffnungsvoll, was den neuen Präsidenten des Landes Bola Tinubu angeht. Der katholische Erzbischof von Kaduna, Matthew Manoso Dagoso, sagte, Präsident Tinubu stamme aus dem mehrheitlich muslimischen Volk der Yoruba, das vor allem im Südwesten Nigerias lebt. Dort sei es üblich, dass Katholiken, Protestanten und Muslime in derselben Familie leben und gut miteinander auskommen. Tinubus Frau sei zudem eine praktizierende Christin. Erzbischof Ndagoso zeigte sich daher zuversichtlich. Helfen Sie der Kirche bei ihrer Arbeit weltweit. Vergelt's Gott für Ihr Gebet und Ihre Spende. Musik